So, ihr Lieben, wie ich euch schon versprochen habe, versuche ich jetzt mal ein Video von Second Life. Ich habe es heute Nachmittag schon mal versucht, das hat aber keinen Sinn, weil da war einfach zu viel los hier im Laden. Jetzt haben wir mittlerweile 7:15 Uhr. Und jetzt hoffe ich mal, dass ein bisschen ruhig ist. Ich habe den Geo jetzt erstmal auf beschäftigt gestellt. Und jetzt wollen wir mal loslegen. Also, um überhaupt in die Einstellung von Second Life zu kommen, also in den Firestorm Beta 4.5.1, bla bla bla, gehen wir oben jetzt auf Avatar. Da gehe ich jetzt mit meinem Mauspfeil hin. Klick da an und gehe dann auf den Reiter Einstellungen. Und dann landen wir oben bei Allgemein, wo ich jetzt mit der Maus drauf bin. Da könnt ihr eure Sprache einstellen. Und da wir ja Deutsche sind, benutzen wir auch die deutsche Sprache, es sei denn, ihr wollt eine andere nehmen. Aber ich bleibe mal bei Deutsch. Das ist leichter. Ein tiefer haben wir hier diesen schönen Button. Da steht dann drauf General, Moderat und Adult. Adult ist immer für Erwachseneninhalt, sprich Sex und so weiter und so fort, also für Kinderavatare nicht gedacht. Also empfehle ich für alle Kinderavatare, das hier oben zu öffnen, entweder das nur auf General zu stellen oder auf General und Moderat, aber nichts weiter. Gut, für uns Erwachsenen bleiben wir natürlich auch beim Adult, sonst kommen wir auf die Sims nicht drauf. Ja, dann kurz zu unseren Avatarnamen. Da sind diese ganzen Häkchen, die man hier ankreuzen kann, was man dann über seinen Kopf stehen haben will. Insbesondere, ob man die Benutzernamen aus- oder anhaben will. Ich habe sie ausgeschaltet, weil sie mich persönlich nerven. Weil das eine, meiner Meinung nach, immer noch eine scheiß Idee von Second Life war mit diesen bekloppten Benutzernamen. Aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie bannen muss oder so, dann findet man die so schnell nicht in der Suche. Und deswegen hat man da immer ein Riesenproblem. Und die werden sowieso alle 5 Minuten geändert. So, dann gehen wir mal ein Chat, ein tiefer, dann kommen wir auf Chat. Da könnt ihr dann eure Schriftgröße einstellen. Groß, groß, groß oder klein oder richtig, riesig oder was auch immer. Hier unten den ganzen Kram könnt ihr ja lesen, ist alles schön auf Deutsch. Und dann könnt ihr das einstellen, was ihr wollt oder nicht wollt. Dann können wir auf den Reiter Farben. Ja, Farben ist folgendes. Da kann man Farben festlegen, in welcher Farbe der Text dargestellt werden soll. Zum Beispiel eigener Text ist dann hier blups. Bei mir ist er jetzt zum Beispiel gelb und Freunde, wenn die mich anschreiben, ist dann grün, System weiß und so weiter und so fort. Und das könnt ihr das, diese ganzen Farben könnt ihr ändern, indem man hier oben draufklickt und euch dann die passende Farbe auswählt. Prima. Ja, dann haben wir die ganz wichtige Einstellung, das ist dann die sogenannte Grafik. Das könnt ihr einstellen zwischen niedrig, mittel, hoch und ultra. Ultra würde ich nur für Hochgaming-PCs empfehlen. Selbst dann ist schon relativ laggy. Für mich reicht hoch. Ich habe einen Gaming-PC. Für die schlappen Notebooks und Schlapps-PCs würde ich sagen niedrig bis mittel. Dann hatte ich die Frage: Mensch, Geo, wo kann man denn die Sichtweiten einstellen? Das könnt ihr hier tun, da wo ich mit der Maus bin. Da steht dann 256 Meter. Normalfall sind es eigentlich 128 oder 96. Ich habe 256, weil das ist das Mittelmaß von 512, weil 512 unterstützt Second Life, alles andere darüber wird schon schwierig. Also, umso höher man diesen Regler also dreht, umso mehr Lag entsteht. Ja, das heißt, ihr könnt euch dann irgendwann, wenn ihr Pech habt, je nachdem, was ihr für einen Computer habt, euch nicht mehr bewegen oder drehen oder wenden. So, da diese ganzen Häkchen sind auch irgendwo klar, das müsst ihr dann ankreuzen, wenn es nicht vorgegeben ist, bis auf das erweiterte Beleuchtungsmodul, ist nicht so wichtig, das bringt auch nur Lag. Dann machen wir jetzt was ganz Wichtiges, wo ich immer nachgefragt werde, das sind die sogenannten Voice-Einstellungen. Erstmal macht ihr eins, Voice aktivieren, schon mal Punkt 1. Dann könnt ihr aussuchen, von wo ihr das hören wollt, als Avatarposition oder Kameraposition. Kameraposition ist für mich immer mal ein bisschen problematisch, weil ich sehr oft mich wegscrolle, ne, mit der Kamera. Und Avatarposition, wenn dann einer neben mir steht, dann höre ich ihn auch, was er schnackt. So, dann kann man hier so einige Sachen hier noch einhaken oder auch nicht. Das müsst ihr euch mal durchlesen. Wichtig ist zum Beispiel diese Geschichte hier. Damit kann man Sprechen ein- ausschalten. Wenn man hier einen Haken reinmacht, bei Sprachfunktionen beim Drücken folgender Taste ein- ausschalten. Bei mir liegt die zum Beispiel auf der STRG-Taste. Die drücke ich einmal, dann habe ich Sprechen an. Ich drücke sie nochmal, dann habe ich Sprechen aus. So einfach ist das. Wenn ihr eine andere Taste haben wollt, dann drückt ihr einfach auf diesen Button Taste belegen. Und dann bekommt ihr oben hier oben in der Ecke ein Symbol. Ups.
Da klicke ich dann einfach drauf, zopp, auf die Taste, die ich haben will, zum Beispiel hier die STRG-Taste, und dann wird die hier unten angezeigt. Und mit der STRG-Taste komme ich besser klar wie mit der Mittelmaus, schon mal davon ab. So, dann mal kurz zu den Geräteeinstellungen, weil ich muss mich beeilen, weil 10 Minuten sind echt schnell rum. Wichtig ist, ihr seht, jetzt habe ich unten schon einen Ausschlag, ne, und ich spreche auch teilweise rot, liegt aber jetzt daran, dass ich hier das Headset so nah am Kopf habe. Und wichtig ist, hier müsst ihr die Soundkarte einstellen. Hier zum Beispiel steht Eingabe. Dann geht ihr einfach auf diesen Button drauf, öffnet das hier. Im Normalfall steht da immer folgendes, Standard. So, das ist dann die sogenannte Standard-Soundkarte. Kann man aber ganz leicht ändern, und man sollte es auch, indem man das anklickt und seine Soundkarte auswählt. Ich habe jetzt zwei Soundkarten, inklusive Kamera. Deswegen nehme ich einfach Mikrofon SB Audigree. So, Ende der Durchsage. Beim Lautsprecher mache ich genau das gleiche Spiel und sage Lautsprecher SB Audigree. Und mit diesem Button hier unten, den hier, den Regler, da kann man die Empfindlichkeit des Kopfhörers bzw. überhaupt einstellen. Gerade für die Leute, die immer sehr oft rot auf dem Kopf ausschlagen. Einfach mal diesen Regler ein Stück zurück in die Richtung und dann wird die ganze Materie schon besser. So, ich muss hier wieder hin. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen zum Voice. Dann machen wir noch ganz schnell die Konfiguration. Das ist hier. Maximale Bandbreite oben. Steht bei den meisten 500. Wenn ihr eine höhere Leitung habt, so DSL 6000, DSL 3000 oder was auch immer, nur bei 1000 dann nicht, aber bei DSL, na, die meisten sind eh schon höher. Also Höchstrate ist 1500 Kilobit. Ja? Bitte nicht über 1500 gehen, weil sonst stürzt euch Second Life andauernd ab. Ja, nächste Sache ist Cache-Größe. Steht normalerweise auch immer relativ weit unten. Und ich schiebe sie mal bis hinten hin, weil jeder hat eigentlich etwas größere Festplatte. Also von daher ist das gar kein Thema. Wenn ihr das alles erledigt habt, müsst ihr eins nicht vergessen. Ihr müsst den Knopf anwenden drücken. Anwenden. Am besten bei jedem Reiter. Seid ihr bei Sound? Anwenden. Immer das Ding anwenden. Anwenden heißt, er füllt es jetzt aus. Wenn ihr das nicht macht, speichert er die Speicherung nicht. Also der speichert er das halt nicht. Wir gehen jetzt nochmal auf dem allgemeinen Reiter nach ganz oben. Da hatte ich nämlich gerade was vergessen, ich Dummel. Hier zum Beispiel, mein letzter Standort kann man einstellen. Mein Zuhause oder mein letzter Standort. Also ich habe meistens meinen letzten Standort an, weil ich einfach, wenn man jetzt irgendwo fliegt, du bist im Club, du bist irgendwo, du fliegst, bombst, dann kannst du dich da wieder neu anmelden und landest da, wo du bist oder wo du warst. Solltest du irgendwo dich ausgezogen haben oder so und du fliegst, dann nimmst du schnell dein Zuhause. Dann landest du nicht irgendwo nackt in eine Sandbox oder so und kriegst Ärger. Das muss ja nicht sein. Also mein letzter Standort habe ich immer. Was hier unten so steht, mein Name und Grid, das habe ich euch ja schon erzählt. Farben habe ich euch erzählt, die Grafik habe ich euch erzählt. Sound und Medien habe ich euch erzählt. Denkt an diesen Button. Und wie gesagt, wenn ihr den benutzt, könnt ihr immer ein- und ausschalten. Und ihr braucht nicht Dauer-Voice schalten. Weil das ist ja auch für die anderen Avatare recht nervig. Insbesondere, wenn man sich dann immer selber hört. Ja, Konfigurationen hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Bewegungsanzeige, das sind dann wieder Sachen, die nichts mit der Grundeinstellung zu tun haben. Die sind alle schon voreingestellt. Die ganzen Meldungen und so weiter, das müsst ihr euch dann mal durchlesen. Und die Privatsphäre genauso. Das erweitert Dingen. Benutzer, Interface kann man dann einstellen. Also da müsst ihr euch mal ein bisschen durchklicken. So, ihr Lieben, ja, wir sind jetzt auch am Ende hier, weil das Video jetzt hier auch gleich zu Ende ist, weil, denkt dran, 10 Minuten. So, und jetzt könnt ihr mal einen Blick auf den Geo werfen. Das ist hier der kleine Idiot, in dem jemand dumm rumsteht und nichts erzählt. Ja, und er ist gerade bei sich zu Hause, glaube ich, ja. Ja, sein Toaster, sein Kaffee, alles hat er da. Kann ich jetzt mal draufdrücken, lol. Kriegt keinen Kaffee? Nö. Ach doch, ja, ich bin auf beschäftigt, deswegen kriege ich keinen Kaffee, okay. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und hoffe, dass ihr damit zufrieden seid. Und vielleicht hört man sich mal irgendwann wieder. Alles klar, somit erstmal raus aus Second Life.